So, nach der Erfahrung mit unserer Gruft sind wir wieder in unserem Haus, Rindfleisch essend. Und, du ahnst es vielleicht schon, ich habe es ja letztes Mal angekündigt. Wir bereiten uns so langsam auf unsere große Reise vor. Mein Gott, jetzt haben wir schon wieder einen Hunger. Ja, ich habe schon wieder einiges gemacht, bevor ich das jetzt zeige. Meine Erkältung ist weitestgehend weg. Geht mir wieder besser und Husten ist weg. Stimme ist wieder da, Schnupfen ist auch weg. Also alles da, es ist wieder alles so, wie es sein soll. Und ich bin gerade dabei, ich habe eben unglaublich viel eingeräumt hier wieder. Die ganzen Utensilien, die wir noch aus der Gruft hatten, habe ich hier die Kiste geschmissen. Ich weiß gar nicht, das ist inzwischen alles wieder weg. Zwischendurch muss ich den Boden nochmal aufmachen, weil da wieder ein Rohr verstopft war. Weil nämlich wieder irgendeines von den Schubfächern voll war. In diesem Fall war es das Eisenfach, was komplett voll war. Deswegen habe ich hier auch wieder so eine Obsidian-Schubfacherweiterung eingesetzt, die ja bis zum Fünffachen des ursprünglichen Volumens dann aufnehmen kann. Das Rezept kriege ich inzwischen auswendig. Habe ich jetzt so oft inzwischen gemacht. Genau, hier ist unsere Dekobank. Dann habe ich oben in der Küche auch noch ein bisschen aufgerüstet, was die Schubfächer angeht. Habe hier auch nochmal eine Erweiterung. Ich weiß gar nicht, irgendein Fach habe ich hier nochmal erweitert. Ich glaube, das war genau dieses Hähnchenfleisch. Ging auch nicht mehr rein, habe ich auch nochmal erweitert. Dann war ich auf dem Acker, habe hier ziemlich viel Weizen abgeerntet. Die Eier packen wir erstmal weg. Und möchte jetzt nämlich Folgendes machen. Erst wollte ich eigentlich einen Haufen Burger mir holen, produzieren. Wir haben nämlich noch sehr viel rohes Rindfleisch. 37 mal 16 rohes Rindfleisch. Das heißt, egal wie viel Essen wir brauchen, egal wie groß die Reise wird, wir werden nicht auf die Kuhweide müssen, um dort noch Rindfleisch zu holen. Also ich könnte mich jetzt hier auch noch als Chefkoch betätigen und irgendwelche außergewöhnlichen Rezepte herstellen. Aber ich denke mal, für unsere Reise ist das Essen ja nicht so wichtig. Hauptsache wir kommen irgendwie durch und der Schwerpunkt einer Reise ist ja immer das Erleben als solches. Und ich würde gerne einfach relativ einfache Nahrung, die wir jetzt auch sonst schon produziert haben, mitnehmen. Hab erst an Burger gedacht. Aber dann überlegt, naja, warum eigentlich Burger? Wir können ja vielleicht auch mal was sehr Ergiebiges machen, dass wir nicht ständig essen müssen. Und da ist mir sofort das Rindfleisch Wellington in den Kopf gekommen. Was ein bisschen komplizierter herzustellen ist, zweifelsohne, aber letztendlich auch nicht so kompliziert ist. Für Rindfleisch Wellington brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Teig und für Teig brauchen wir Mehl. Und für Mehl brauchen wir Weizen und für Weizen brauchen wir dann auch diesen Mörser und Stößel, damit wir das zu Mehl verarbeiten können. Und genau das machen wir jetzt. Wir werden viel, viel Mehl herstellen. Viel, viel Mehl, dass wir auch richtig Vorrat an Mehl haben. Ich weiß jetzt, habe noch nicht so richtig das Gefühl dafür, wie viel wir benötigen, aber schwuppdiwupp haben wir schon mal 4 Einheiten Mehl hergestellt. So, das ist Kornmehl und das ist das normale Mehl hier, was hier ist. Da haben wir im Moment ein ganzer Mehlsack ist da drin. Das ist natürlich nicht sehr viel. So, das packe ich jetzt mal, anstatt hier in die Truhe zu schmeißen, packe ich das mal direkt da rein. Und wenn wir schon mal dabei sind, wir haben jetzt also insgesamt hier 4 mal 64 plus 1. Da geht noch was. Also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir ja auch das ganze Ding mal komplett vollhauen mit Mehl. Sollten allerdings auch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel da reinpacken. So, immer schmeiße ich diesen Mörser weg. So, erstmal alles rein da. Und den Mörser wieder in das Schubfach. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken. Ich habe mir das hier schon ausgeguckt. Dieses wunderbare Festessen. Wäre das nicht eine tolle Reise, wenn man sich nur von Festessen ernähren würde? So, das ist der springende Punkt hier. Champignons, Pilze haben wir genug. Fleisch haben wir genug. Oder festes Tofu haben wir. Gut, festes Tofu haben wir nicht. Aber wie gesagt, dieses Fleisch haben wir auf jeden Fall. Rohes Rindfleisch. Spinat. Wenn wir das nicht genug im Schubfach haben, können wir das auf jeden Fall organisieren. Und Teig können wir selbstverständlich auch herstellen. Mit Mehl, mit Salz, Wassereimer und Rührschüssel. Rührschüssel. Wassereimer. Da waren ja jetzt gerade 3 drin. Ich will eigentlich nur einen haben. Ich kann nur alle 3 auf einmal da rausnehmen, oder was? Wieso kann ich nur... Warum kann ich nur alle 3 da rausnehmen? Ich will nur einen haben, aber ich kriege immer 3. Na gut, dann nehmen wir eben 3 Wassereimer. Dann brauchen wir noch Salz. Glücklicherweise haben wir auch ein bisschen was gesammelt. 5×64. Ich nehme einfach mal 2 Stacks da raus. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Und es wird dunkel. Ich möchte das Ganze gerne
Beitage machen. Huch, deswegen gehen wir jetzt auch mal eben ins Bett und schlafen. Lichter habe ich hier ein bisschen angemacht, damit man ein bisschen mehr sieht hier. Auch nachts. Ich freue mich so auf die Reise. Aber ich muss allerdings sagen, es wird doch noch etwas länger dauern, als ich gedacht habe. Aber wichtig ist, wir arbeiten darauf hin. Wir arbeiten darauf hin. Auch mal eben gucken, ob wir jetzt alles haben. Moment, Mehl. Mehl, Mehl, Mehl. So, 5. Teig. Teig, Teig, Teig. Rührschüssel, Frischwasser, Salz. Das ist relativ einfach zu merken. Wir müssen allerdings diese Eimer auch permanent voll machen jetzt. An unserer unerschöpflichen Wasserquelle. Und stellen erstmal Teig her. So, wie war denn das jetzt? Also das muss ich mir jetzt aber auch merken, das Rezept hier. Da oben die harten Dinge, also Rührschüssel und Wassereimer. Und da unten Mehl und Salz. Rührschüssel, Wassereimer, Mehl und Salz. Mal gucken, wie viel wir jetzt eigentlich da rauskriegen. Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon länger her. Ein ganzer Teig, mehr nicht? Was? Mehr nicht? Muss ich jetzt ständig Wassereimer auffüllen oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie viel? Oh nein, das dauert ja ewig. Jetzt muss ich diese Wassereimer permanent auffüllen oder was? Nein, das gibt's ja gar nicht. Ich habe doch nur 3 Wassereimer. Kann ich da nicht irgendwas anderes? Was habe ich denn hier noch drin? Habe ich nicht irgendwo Wasserflaschen auch? Hier im Kühlschrank ist Sprudelwasser. Da sind noch... Moment mal, hier ist 64 mal Frischwasser. Das könnte auch funktionieren. 64 mal Frischwasser. Wie stelle ich das eigentlich nochmal her? Frischwasser, Frischwasser. Wie stelle ich das her? Wie stelle ich das nochmal her? Ein Wassereimer ergibt 8-mal Frischwasser, oder was war das? Wieso habe ich denn... Naja. Okay. Also jetzt versuchen wir das mal. Ich hoffe ja wirklich, dass das funktioniert. 64. Rührschüssel. Salz. Mehl. Bitte lass es funktionieren. Ja, es geht. Und auf einmal haben wir 64. Das ganze Salz verbraten. 64 Teig. Das sollte eigentlich reichen. Mehr brauchen wir, denke ich mal, nicht. Obwohl, weißt du was, es ist auch völlig egal. Völlig egal. Lass uns mal richtig viel Teig machen. Damit wir das nicht ständig... So. 64, 3. Schwuppdiwupp. Und nochmal 64. Das ist doch was. Sehr gut. Wie gut, dass man so eine hervorragend aufgeräumte Küche hat, wo man alles am rechten Platz hat, wenn man etwas braucht. So, das kommt da wieder rein. Aber richtig Wassereimer verbraucht. Meine Güte. Und diese 3, wo tun wir die jetzt mal hin? Komm, die stellen wir hier auch rein. Einen vollen Wassereimer stellen wir oben ins Regal. So. Und die anderen bleiben jetzt im Kühlschrank. Übrigens im Kühlschrank, wo ich gerade hier reingucke. Hier ist ja auch noch Eis, was ich vor längerer Zeit mal hergestellt habe. Und die Schneebälle von unserer letzten großen Reise, die mittlerweile über ein Jahr her ist. Das darf man nicht vergessen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, uns damit zu beschäftigen. Traurig, traurig. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alle Zutaten zusammen für Rindfleisch Wellington. Jetzt gucke ich nochmal eben nach Spinat und Pilzen. Pilze, Pilze, Pilze. Die haben wir, glaube ich, im Blumenhaus. Spinat, wie viel Spinat haben wir denn eigentlich? Das ist doch der Spinat von Pam, oder? Ja, Pams Harvestcraft. Genau, der ist es. Und ich hoffe jetzt, dass der das hier auch ist. Ja, genau, der ist es. Wunderbar. Auch da haben wir ein bisschen was gesammelt. 16 mal Spinat. Aber weißt du was? Weißt du was? Welche Pilze waren das nochmal? Welche Pilze waren das nochmal? Ist das jetzt egal? Champignon kann man nehmen. Pilz 40 und Pilz 39. Pilz 40 und Pilz 39. Beide Pilzarten müssten im Blumenhaus sein. Lass uns mal eben hingehen. Ach, übrigens den Kaktus habe ich letztes Mal auch falsch einsortiert. Als wir im Keller waren. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Wir haben ja Kakteen da hinten geerntet und den hatte ich da auch falsch einsortiert. So, Pilzecke ist hier. Das müsste Pilz 40 sein. Fliegenpilz. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Eigentlich ist das ein ganz normaler Pilz. Mal ganz kurz gucken. Pilz 39. Oh, hervorragend.
Ist aber nicht das meiste, was wir da drin haben. Wie sieht es mit den Fliegenpilzen aus? Auch nur 13. So, Pilz 40, Pilz 39. Mehr Pilze haben wir nicht. Das gibt's ja wohl gar nicht. Das macht mich jetzt gerade etwas traurig. Mehr Pilze haben wir nicht gesammelt, die ganze Zeit über. Wir haben doch kaum Pilze gebraucht. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier sonst noch so drin? Pilzgarten. Ja, Pilzgärten. Vielleicht sollten wir wirklich... Wüsten, Pilz, 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 Fliegenpilz. Das ist einfach ein Fliegenpilz. Der wird garantiert nicht funktionieren. Das sind alles normale Minecraft-Pilze hier. Und diesen Champignon, den sehe ich hier überhaupt nicht. Haben wir den überhaupt gar nicht gesammelt? Das gibt's doch gar nicht. Hier unten sind Pilzgärten. Pilzgärten. Dann haben wir hier den... Was sind das jetzt? Indigo-Reizger, Parasolpilz. Ne, Moment. Indigo. Indigo-Reizger ist das. Das zweite ist das ja immer. Ja, keine Ahnung. Also. Wir nehmen jetzt alle Pilze da raus, die wir haben. Ist mir jetzt egal. Fliegenpilze. Oh ne, 28 haben wir sogar davon. So viele Fliegenpilze haben wir doch. Ja, egal. Vielleicht müssen wir nicht alle da rausnehmen, aber so 10 würde ich gerne von denen und von dem Pilz 14. Ne, Pilz 39 meine ich auch nochmal 10. Denn. Wir brauchen viel Nahrung. Aber wundert mich total, dass ich nicht mehr Pilze gesammelt habe. Das ist voll übel irgendwie. So, Pilz, Pilz. Warte mal, den Weizen können wir auch mal eben wegpacken. Im Moment braucht man den nicht. Ach ja, wir wollten ja noch Spinat holen. Bisschen Spinat. Etwas Spinat von den Feldern, wenn wir schon mal draußen sind. Hilft uns bei der Gelegenheit auch so ein bisschen, sich im Ansatz zu merken, wo eigentlich irgendwas steht. Also langsam weiß ich nämlich nicht mehr. Ich bin so lange nicht mehr im Detail hier auf den Feldern gewesen. Ich habe wirklich teilweise überhaupt keine Ahnung mehr, wo hier was steht und was hier vor allen Dingen steht. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Spinat ist. Hier? Spinatpflanze, sehr gut. Okay, immerhin. Also ich erinnere mich auch dunkel daran, dass wir den relativ spät gepflanzt haben. Deswegen musste der hier in dieser Ecke sein, weil dieser Bereich erst sehr spät entstanden ist. Auch Spinat, eine Pflanze, die wir so, glaube ich, auf der letzten Reise erst bekommen haben. Vorher hatten wir gar keinen Spinat. Den haben wir seinerzeit mitgenommen, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Aber wir haben, ich erinnere mich an eine Stelle, wo wir auf der letzten großen Reise... Was machen wir mit diesen Grenzen eigentlich? Weihnachten ist vorbei. Weihnachten ist vorbei. Also ich erinnere mich an eine Stelle, wo wir auf der letzten großen Reise uns in einem NPC-Dorf aufgehalten haben. Ach, Deko-Craft-Grenzen sind das. Ja genau, dann packen wir die mal eben in die Deko-Bank. Dass die erstmal wieder zurück in den Grid geführt werden. Zack, Grid. Wenn wir sie wieder brauchen, können wir sie ja wiederholen. Aber so oft ist ja auch nicht Weihnachten im Jahr. So, im Moment ernähren wir uns noch von den einfachen Steaks hier. Aber sonst ist ja auch vieles leer, wenn ich mir das hier so angucke. Was so Fertiggerichte angeht, auch hier hinten, wenn wir hier mal hingehen, da ist also so gut wie nichts an Fertiggerichten da. Und wenn dann nur ganz, ganz spärlich hier Torte zum Beispiel oder so ein Fischburger oder was das ist. Genau, Fischsandwich, Karottenkuchen. Alles nur... sehr begrenzt vorhanden. So, ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht großartig als Koch betätigen, aber wenn man so Rindfleisch Wellington macht, dann kommt man irgendwie doch nicht drum rum, sich ausgiebig als Koch zu betätigen. Rohes Rindfleisch brauchen wir natürlich auch noch zuhauf und wir haben so viel davon. Ich weiß gar nicht, wann wir so viel Rindfleisch eigentlich geholt haben. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Alles schon so lange her. Das lagert auch teilweise Ewigkeiten. So, Teig, Spinat, und Pilze, wirklich, also das, der knappe Faktor hier sind die Pilze. Huch, ja wunderbar, das ist doch mal herrlich. Rindfleisch Wellington ohne Ende. Es braucht allerdings auch richtig Platz. Wenn wir den Rucksack aufmachen. Rindfleisch Wellington, also jedes einzelne Rindfleisch Wellington ist so ergiebig wie 4 Burger, meine ich jedenfalls. Also schon sehr, sehr ergiebig, muss es auch sein. Denn für den Platz, was das Zeug einnimmt, hier ein einziges Rindfleisch Wellington pro Stack, mehr geht nicht, muss das Ding auch ergiebig sein, sonst lohnt sich's auch nicht. Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen mehr herstellen. Ich würde gerne wirklich, wirklich viel von diesem Rindfleisch Wellington haben.
einfach nochmal hier. Nochmal 16. Nochmal Teig reindonnern. Nochmal Spinat. Und jetzt sehen wir mal zur Abwechslung diese Pilze hier. Pilz 39, der berühmte Pilz 39. Und schon haben wir wieder jede Menge Rindfleisch Wellington. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Ne, Teig soll da nicht rein. Auch wenn das schön ist, dass man Teig da drin hat. So, rein damit. Teig raus. Rindfleisch Wellington rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind immer in einer Reihe. 9 plus 7, also 16 müssten wir jetzt haben, genau. 16 mal Rindfleisch Wellington. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon relativ viel. Da ist noch einer. 17. 17 mal. So haben wir alle Pilze verbraten. Wir haben also jetzt auch wirklich fast alle Pilze verbraten. Da ist noch eins. Mein Gott, 18 haben wir. 18 mal. Reicht das schon für eine Reise? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte eigentlich auf dieser Reise nicht wieder in diese Phase kommen, wo wir wieder wie verrückt nach Nahrung suchen müssen. Das hatten wir einmal erlebt. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal haben. So, das kommt jetzt alles hier wieder rein. Auch der Teig. Ah, wir haben so viele Rohnahrungsmittel hier, dass wir uns wirklich sehr gut... Das lädt jetzt quasi dazu ein, sich hier richtig schön als Chefkoch zu betätigen. Aber machen wir jetzt trotzdem nicht. So, das legen wir auch nochmal eben wieder rein. Nehmen wir eventuell gleich wieder raus. Eben mal ganz kurz hier ein bisschen sortieren. Was machen wir mit der Kürbislaterne? Haben wir die Kürbislaterne hier eigentlich auch oben drin? Nein, hier sind nur die ganz normalen Kürbisse drin. Entschuldigung. Ein bisschen Husten ist doch noch da. So ganz weg ist er noch nicht. Und bevor wir jetzt weitermachen, bringe ich schnell die Pilze eben wieder zurück. Schnell die Pilze zurück. Die Pilze zurück. Ich check gerade nochmal hier die Waffen, so am Rande. Aber waffentechnisch sind wir echt super gut bestellt. Auch was Pfeile angeht. Wir haben ja einen Unendlichkeitsbogen. Wir brauchen nicht mal die ganzen Pfeile. Die könnten wir höchstens gebrauchen, wenn wir den Unendlichkeitsbogen verlieren. Und nun auf einen normalen Bogen angewiesen sind. Aber ich bin ja Optimist. Ich bin ja immer Optimist. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir nicht so viele Pfeile, dass wir den Unendlichkeitsbogen nicht verlieren. Deswegen werde ich jetzt auch... Falsche Truhe. Deswegen werde ich jetzt auch die Pfeile hier ablegen. Lass uns einfach mal 12 Pfeile behalten. 12 ist eine Glückszahl. 12 Pfeile behalten wir einfach mal. Ansonsten brauchen wir hier nichts. Wir sind super gut ausgestattet. Die Pickaxe lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, stelle ich gerade fest. Haltbarkeit 3, Effizienz 4. Hier haben wir unsere Glückshacke. Ansonsten sind wir mit Spitzhacken nicht allzu gut bestellt. Allerdings... Mit Haltbarkeit 3, auch wenn das jetzt nur noch halbe Kraft ist hier oder halbe Haltbarkeit, wird die noch sehr, sehr lange halten, diese Pickaxe. Und ich glaube, wir müssen keine weitere mitnehmen. Gehe ich einfach mal davon aus. Ich überlege ganz kurz. Ich überlege. Vielleicht nehmen wir die einfach nochmal so als Reserve mit. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir die benötigen. Lass uns nochmal eben kurz checken, was wir hier haben. Goldstiefel haben wir. Haltbarkeit 2, Federfall 2. Goldstiefel nutzen sich natürlich ein bisschen schneller ab. Vielleicht nehmen wir noch Goldstiefel mit. Goldstiefel. Hier sind noch unsere Schwimmflossen übrigens. So, Pfeile mal so ein bisschen stapeln hier. Irgendwie ist das nicht so ganz... So, was sind das für Stiefel? Diamantstiefel. Federfall 2. Ich glaube, die ziehen wir besser an. Schutz 2. Haltbarkeit 1. Federfall 2. Haltbarkeit 2. Federfall 2. Was war das eben mit den anderen? Haltbarkeit 1 war das, ne? Oh, was ist hier? Haltbarkeit 1. Ah. Aber es sind Diamantstiefel. Die werden trotzdem haltbarer sein. Unterstelle ich jetzt mal. Raus mit den Goldstiefeln, rein mit denen. Die müssen halten. Egal. Goldstiefel bleiben hier. Ansonsten sind wir hier relativ gut ausgerüstet. Die Rüstung muss halten. Ich werde keine Reserverüstung mitnehmen. Nur die Pickaxe kommt hier ins Inventar. Mehr nicht. Alle Werkzeuge, alle Waffen, die wir haben, werden die Reise überhalten. Wir haben also auf jeden Fall bessere Werkzeuge als auf unserer letzten Reise, ganz klar. Deswegen wird das schon alles irgendwie funktionieren.